Jo, halt zurück zu Banishers. Wir haben ja vorhin hier den Eimer runtergeschossen. Wir sind hier immer noch im Tintenfass und glauben, dass das hier die Quelle ist, beziehungsweise dass das hier der Brunnen ist. Da haben wir vom Seil den Eimer abgeschossen und liegt jetzt hier irgendwo rum. Und den können wir uns ja gleich mal angucken. Irgendwo liegt er doch hier, hoffe ich. Sollen wir zumindest mal kommen. Sie kann da besser rüberlaufen. Ist doch der Eimer nicht der Eimer, den wir gerade abgeschossen haben, sondern irgendwas anderes. Na, wird schon der Eimer sein, ne? Da ist er Ein hingefallen. Echo aus der Vergangenheit schwirrt herum. Der Teufel atmet weiter durch ihren Mund. Wir sind verflucht und ihr schindet bloß Zeit. Clemency, Antipas, bitte. Die Frau sitzt im Gefängnis. Sie wird vor Gericht kommen und der Gerechtigkeit wird Genüge getan, so wie es das Gesetz will. Und das aus dem Mund von jemandem, der selbst Magie benutzt. Können wir dem Urteil von euch oder eurem Dämonologenfreund denn wirklich trauen? Könnt ihr es wagen, solch blasphemische Unterstellungen zu äußern? Ich bin ein Mann Gottes. Daddy. Tut, was Gott euch befiehlt. Wir bitten euch doch nur um Sicherheit, Gouverneur. Wenn ihr sie uns nicht geben könnt, wird das Konsequenzen haben. Der Gouverneur hat Urim und Thummim benutzt. Dadurch hat seine Herde Verdacht geschöpft. Orakelsteine. Er muss sie in den Brunnen geworfen haben, bevor er ihn versiegeln ließ. Aber wieso jetzt? Er hat Angst. Die Erde hat das Haus der Gips verschlungen. Vielleicht dachte er, er wäre der Nächste. Die Gips zogen bei dem falschen Hexenprozess die Strippen, aber er ließ den Brunnen versiegeln. Das Echo beweist, dass die Dinge aus dem Ruder liefen. Haskell fürchtete um seine Sicherheit und die seines Sohnes. Er muss furchtbare Angst vor der misstrauischen Meute gehabt haben. Orakelsteine. Feder in so einem Block drin. Das kann nichts Gutes bedeuten. Nein, 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 nicht anfassen. Wer seid ihr? Halt! Gestellt! Bring sie zum Reden! Wenn wir reden, werdet ihr uns hören? Unverschämtheit! Provokation! Verlegt die Anschuldigungen! Red Warren McGrath! An euren Händen klebt Blut! In euren Herzen hat sich Schwäche breit gemacht! Schuldig! Jetzt schwertet ihr, das Böse zu vernichten! Ihr habt geschworen, alle Geister zu verbannen, und doch steckt ihr mit einem unter einer Decke. Die Anschuldigungen lauten: Feigheit, Neidheit, Täuschung. Das Urteil lautet: Schuldig. Die Strafe lautet: ewige Pein im Jenseits. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich suche nur nach der Wahrheit. Die Wahrheit ist ein Gift, das die meisten Glauben haben sollen. Dieses Gift
So ein billiger Trick. Was zum Teufel ist da gerade aus dem Schatten gesprungen? Es funktioniert. Mach weiter. Geister sind gefährlich und ich habe keinen Grund, Gnade walten zu lassen. Nein, jetzt nicht mehr. Sei verdammt. Das machst du nicht nochmal. So, Governor, jetzt wollen wir mal schauen. Ihr Verbanner seid schuld an der Vergiftung des Gemeinwesens. Ihr stellt euch als Retter dar, die uns erlösen wollen. Aber durch eure dunklen Künste wird das Böse nur noch stärker. Ihr seid Hexen und Hexen müssen sterben. Antea starb, um Druiden zu retten. Und wir kämpfen noch immer gegen diesen Fluch. Was willst du denn noch von uns? Drum ist die Regel der Natur. Aufhören sollen. Hilf mir. Das bringt so nichts. Ich glaube, der hier gehört mir. Das hier gehört mir. Thank you.
Getränke aufgebracht. So schlecht. Lass mich. Ich bin richtig furchteinflößend, oder? Dem Vögelchen müssen wir mal was erzählen, oder? Ich kann nicht mehr. Können wir jetzt bitte gehen? Na schon. Nochmal kurz hier schauen. Wir sind ja von hier gekommen. Da lassen wir uns gar nicht raus. Okay. Let's go. Schon noch mal gucken, ne? Das kann sich ja noch lohnen. Ich glaube, hierhin kommt man nicht normal. Das war furchtbar. Ja, es war schon ein bisschen komisch. Dieser Prozess. Als ob Deborah uns vor Augen halten wollte, was sie durchmachen musste. Aber ich fühle nur Niedergeschlagenheit. Ich fühle mich verurteilt. Als ob mich nie wieder jemand verstehen würde. Justitia hat hier gewaltig versagt. Natürlich. Das ist es. Ich weiß, was das war. So ein Schemen der Ungerechtigkeit hat einen bestimmten Namen. Die mythischen Infamen. Die kenne ich bisher nur aus Büchern. Sie sind so rar, dass die meisten sie für Legenden halten. Haskells Feigheit ist dafür verantwortlich. Um seinen eigenen Arsch zu retten, hat er wissentlich eine unschuldige Frau zum Tode verurteilt. Und so wurde ein furchtbarer Geist geboren. Und einer Krankheit folgte die nächste. Haskell muss für vieles gerade stehen. Okay, mal ein bisschen gucken hier. Okay, da oben. Ah, jetzt verstehen wir es. Damit können wir rauffahren. Okay, sehr nice. Aber es heißt, dass man eigentlich vielleicht auch wieder zurückkehren kann, ne? Wenn die Hälfte da liegen gelassen hat oder sowas. Könnte sein, oder? So, nochmal da hinten hinlaufen. Oh. Etwas versteckt sich. Also hier nicht, aber wahrscheinlich da hinten dann. Wow, da kommen wir rauf. Und wer steht da oben? Nur ein Lämpchen. Okay, aber mal eben kurz gucken, wie hier hinkommt. Weil das ist ja auf jeden Fall auf der anderen Seite. Da können wir eigentlich noch nie gewesen sein, ne? Moin. Nicht, dass wir jetzt schon wieder an der Küste langlaufen und 3 Stunden später merken, wo war denn die Quest?
Oh nein, da hinten ist voll die... Okay, ist nur eine Kiste, hoffe ich. Ja. Was wir jetzt auch irgendwie mal hinkriegen müssen, ist, wo ist dieses komische Ritual-Ding, das uns Seeker quasi geschickt hat, ne? Oder gesagt hat. Diese Hütte, die müssen wir finden. Ach Leute, wieso denn? Hat er gerade eine leichte Ente gespannt? Okay, ich dachte, das wäre so ein echter Greenie. Okay, wo kommt er? Da hinten. Steht da oben. Ausweichen! Okay, passt. Hier nochmal hochgucken. Ja, was genau. Das wüsste ich gerne mal. An die Arbeit, Verbanner. Ah, da drin vielleicht, ja. Geht's rauf, da fährt das Ding. Das können wir mal runter. Dann brauchen wir so eine Kurbel für. Oder? Ich dachte, wir können ganz entspannt rauffahren. Scheinbar nicht. Aha. Aber dann wahrscheinlich kurbeltechnisch, oder? Hab ich jetzt gedacht. So, das heißt, jetzt fährt das Ding, oder? Bringt das was? Nur, dass man vielleicht ein bisschen was sehen kann. So, aber ist immer noch zu, ne? Achso, okay. Nice, überhaupt nicht drauf geachtet. Naja, aber egal, wir haben Seth freigeschaltet. Da unten, das war... Komisch. Ich war angespannt. Ich war ungeduldig. Ich auch. Der Infame hat uns wirklich kalt erwischt. Jahre der Wut sind durch mich geflossen. Aber jetzt erinnere ich mich nicht einmal mehr an den Grund. Ich auch nicht. So geht ein Infame vor. Aber jetzt ist es vorbei. Wir sind hier. Ich hab dich mit meinen Worten verletzt. Es tut mir leid. Vergeben und vergessen. Und hoffentlich vergibst du mir auch. Dürfen wir nicht, okay. So, dann lass uns doch mal, ne, müssen wir eigentlich, ne, da hinten rauf, ne? Hier ist mal ein Stückchen weitergehen. Ist derjenige, der sich nicht von den Gottlosen... Ich hätte da mal Neuigkeiten, mein... Oh, okay. Ist er am Predigen, oder was? Hm.
Hier kommen wir ja nicht hoch, ne? Müssen wir ein Stückchen weiter. Und dann da hinten rauf. Sache, oh, gut weitergebaut. Die absolute Wahrheit. Frevler sind sich selbst der größte Feind. Oh, gut. Seine neueste Predigt. Wir haben sie nicht verpasst. Na gut, was geschafft, die Boys. Und Girls. So, mal rein da. Das Versprechen des Herrn, sie von der Hölle zu erlösen, lässt sie jubeln. Die Erlösung von Leid und Sünden durch den Herrn hier auf Erden nicht. Das sieht für mich nicht wie die Erlösung von Leid und Sünden aus. Moin, Meister. Die Frevler flehen Gott an, sie von den Flammen der Hölle zu erlösen, während sie selbst das Feuer schüren. Sie bekunden ihre Liebe zu Gott, doch sie tragen seinen Namen nur zum eigenen Vorteil auf ihrer Zunge. Ihre Selbstverliebtheit bröckelt im Lichte ihrer Missetaten. Viva, viva. Mr. McGrath, mein Freund, ich bin ja so erfreut, dass ihr mir zustimmt. Nun, der Übeltäter zweifelt nie. Ich habe eure Antworten. Was? Nun, gut. Lasst uns das doch unter vier Augen besprechen. Gebt mir nur einen Moment. Es handelt sich um eine interessante Geschichte. Ihr wollt sie womöglich nicht hören. Ebenso wenig wie die braven Bürger hier. Bitte, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wir möchten die Geschichte hören. Lasst den Verbanner sprechen. Erzähl es ihnen, Red. Jedes Detail. Ja. Diese Geschichte beginnt mit einer Frage. Einer Frage an euch, Gouverneur. Und vielleicht an all die guten Seelen in New Eden. Wenn ich euch eine Hexe liefere, tut ihr mit ihr das Gleiche wie mit Deborah Comenius? Comenius, sagt ihr. Die Lehrerin ging Hand in Hand mit dem Teufel und hat den angemessenen Preis dafür bezahlt. Mehr gibt es nicht zu sagen. Nein? Ich konnte viel über Deborah Comenius und ihren Fall in Erfahrung bringen und komme zu einem gänzlich anderen Schluss. Und zu welchem Schluss, bitteschön, seid ihr gekommen? Die Geschichte beginnt mit einem Mann, einem neuzeitlichen König Salomon. Als seine Untertanen von einer Seuche heimgesucht wurden, ersuchten sie ihn um Führung und Schutz. Denn sie waren gottesfürchtig und der König fromm. Der König führte seine Herde in Gottes Arme, aber die Seuche breitete sich aus. Der König, fürchtend um seine Stellung, brauchte einen Sündenbock. Hütet eure Zunge, Mr. McGrath, sonst verliert ihr sie und euren Kopf gleich mit. Es gab keinen Sündenbock, der Prozess war fair und gerecht. Mhm. Der Prozess war alles andere als gerecht. Ihr hattet keinerlei Beweise und das war euch bewusst. Glaubwürdige Zeugen machten belastbare Aussagen, mein Herr. Zeugen wie Gibbs, die euch quasi zu einem Schuldspruch gezwungen haben, da sie euch sonst selbst der Hexerei bezichtigen würden? Ja, ein gewisser Druck wurde auf mich ausgeübt. Aber was ich getan habe, geschah zum Wohle der Kolonie. Es waren schwierige Zeiten. Ihr haltet euch selbst für einen bedeutenden Okkultisten. Dieses Bild von euch habt ihr in eurem Kopf gemalt. Um den Teufel abzuwehren, muss der weise und furchtlose Mann Gottes Beelzebubs Masche verstehen. Betrachtet ihr euch dann selbst als wahren Dämonologen? Für einen gerechten Krieg müssen drei Bedingungen erfüllt sein. Erstens, er muss von einem legitimen Herrscher befohlen werden. Zweitens, es muss um eine gerechte Sache gehen. Drittens, er muss mit der rechten Absicht geführt werden.
Ja, die Summa Theologiae von Thomas von Aquin, oft zitiert. Aber eine wichtige Sache habt ihr zweckdienlich ausgelassen, und zwar... Es muss um eine gerechte Sache gehen, dass nämlich der Gegner den Krieg verdient, weil er Übeltaten begangen hat. Habt ihr euch je gefragt, was jenseits des Schleiers liegt, jenseits des Saums, jenseits des Totenreichs? Habt ihr je vom Aralu gehört? Das ist doch Mumpitz. Nein? Euer guter Freund Etienne Roulet hielt euch anscheinend nicht für würdig, seine Geheimnisse mit euch zu teilen. Na, vergesst die Sache einfach. Ihr seid ein aufgeblasener Feigling. Ihr fürchtet jeden, der anders ist, auch wenn das nur menschlich ist. Es muss einen Richter geben, damit Ordnung herrscht. Ein Mann muss ein Urteil fällen, einer muss es vollstrecken. Gerade ihr solltet das wissen. Leben und leben lassen. Ich kümmere mich ausschließlich um die Toten. Und ich mich um die Lebenden. Diese Leute waren Sünder, mein Herr. Und sie müssen zum Licht zurückgeführt werden. Das ist mein Auftrag, meine Pflicht. Was wollt ihr wirklich, Gouverneur? Ich will doch nur dienen. Ich bin der getreue Diener der guten Menschen von New Eden. Ohne mich wären sie verloren. Ohne sie wärt ihr verloren. Ja, vielleicht brauche ich sie. Wie ungemein menschlich von mir. Aber diese Menschen brauchen mich zweifellos auch, Mr. McRae. Es gibt sonst niemanden. Gebt es zu. Ihr spielt mit Magie, die ihr nicht versteht. Herr, ihr seid ein Neider. Nee. Ich, mein Herr, bin müde. Ich habe meine Arbeit getan, meinen Vertrag erfüllt. Ich habe die Quelle des Fluchs gefunden. Das Gift unter dem Brunnen ist weg. Euch ist in keiner Weise dafür zu danken. Aha, es war also Gift. Die Waffe der Frevler, um den Willen der Leute zu schwächen. Was war's? Tollkirsche? Schierling? Fingerhut? Verrat, verheimlichte Wahrheit, Geheimnisse und Lügen. Im Grunde also Schandtaten, eure Schandtaten. Die Schandtaten, die Deborah Comenius zum Verhängnis wurden. Die Schandtaten, die zu ihrem Tod geführt haben. Sie starb durch das Gemeinwesen. Sie starb durch uns alle. Und vor allem starb sie durch ihre eigene Schuld. Sie starb, weil sie nicht gestehen wollte, was sie nicht getan hat. Ich wollte sie nicht töten. Dummes, starkköpfiges Weib. Warum wollte sie nicht gestehen? Ich hätte Milde walten lassen können. Ich hätte ihr Gnade erwiesen. Hätte spielt heute Klarinette. Ihr hattet die Macht, diesem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Aber stattdessen blieb ihr tatenlos und habt das barbarische Ende abgewartet. Ihr habt den Fluch über New Eden gebracht. Dann habt ihr euch an uns Verbanner gewandt, damit wir eure Fehler für euch beheben würden. Ihr prahlt mit eurem Wissen über Dämonen und Geister, doch in Wahrheit wisst ihr nichts. Ihr stolziert herum wie ein eitler Gockel ohne Schneid. Ich bin nicht hier, um Gerechtigkeit walten zu lassen. Aber euer Gouverneur hat den Tod mitgebracht. Er trägt die Schuld. Und ich werde sie benennen. Verflucht! Mein Eid! Meine Freunde, habe ich nicht stets die Interessen der Gemeinde über meine eigenen gestellt? Habe ich euch nicht beschützt? Euch nicht geliebt? Ich glaube nicht. Oh, God, no!
Das ist ungerecht. Ist das Böse für immer fort? Ganz im Gegenteil. Die ist auf jeden Fall weg. Wer wird uns dann beschützen? Der Sohn, vielleicht. Ich kann das. Solange Mr. McGrath sich gegen den Fluch von Yuin stellt, werde ich die Menschen in den Harrows beschützen. Oder es zumindest versuchen. Wir sollten jetzt alle nach Hause gehen und um Vergebung bitten und um die Stärke, die Folgen unserer Taten auszustehen. Eure Bezahlung. Nur eine Schuld unter vielen, die mir mein Vater hinterlassen hat. Ihr solltet euch zuerst um eure eigenen Schulden kümmern, junger Haskell. Wie recht ihr doch habt. Können wir die Dinger jetzt wegballern? Ich hasse diesen Ort. Ruh dich kurz aus, aber dann lass uns bitte von hier verschwinden. Ja, das kann ich auch offline machen, glaube ich, ne? Na, wir sind gleich da, alles klar. Also, wir machen hier ein Päuschen, dann geht's weiter. Mehr gibt's dann beim nächsten Mal. Mach's gut, bis dann. Ciao.